Vielleicht genießen Sie den besonderen Segen des Fürsten Jeogora. Passt auf euch auf. Bleibt doch eine Weile. Und bleibt von meiner Frau weg. Ihr möchtet hier über Nacht bleiben, ja? Nur zum Schlafen. Bleibt für euch. Kümmert euch um eure Angelegenheiten. Und bleibt weg von meiner Frau. Das kostet 20 Gold die Nacht. Möchtet ihr es haben oder nicht? Gut, das Zimmer ist im zweiten Stock, genau gegenüber der Treppe. Schlaft gut. Hunger? Durst? Da kann ich helfen. Das kann ich akzeptieren. Scheint ein Das ist ein gutes Geschäft. Ich weiß eure Kundschaft zu schätzen. Auf Wiedersehen. Hallo. Auf den Inseln sind Ritter der Ordnung erschienen. Ich habe gehört, dass wir auf den Obelisken kommen. Darüber habe ich Gerüchte gehört. Seid gegrüßt, bleiben Sie der Stadt fern. Bis später. Da seid ihr wieder. Was kann ich für euch tun? Rüstung und Waffen. Vielleicht nicht hübsch, aber sie erfüllen ihren Zweck. Scheint ein angemessenes Geschäft. Da habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Wenn ihr noch etwas braucht, dann wisst ihr, wo ich zu finden bin.
Auf Wiedersehen. Euer Gnaden, dunkle Zeiten sind für uns angebrochen. Passwall wird angegriffen. Wir sind unterlegen und in der Unterzahl. Bei Tagesanbruch wurde der Turm im Stadtzentrum aktiviert. Sofort veränderte sich seine Umgebung und kristallisierte sich. Kurz darauf verdunkelte sich der Himmel und die Ritter kamen. Ihr habt den Turm in Passwall gesehen. Es scheint ein sehr altes Bauwerk zu sein. Aber sein wahrer Zweck ist weitaus unheimlicher. Er stellt wohl eine Kraftquelle für die Angreifer dar, ein Portal oder eine Art Tor. Ich weiß es nicht. Wenn wir ihn nicht zerstören oder außer Gefecht setzen, können wir diese Invasion nicht aufhalten. Ich glaube, ich weiß, wie wir sie stoppen können. Aber zunächst einmal müssen wir überleben. Ich habe bei jedem Angriff Aureale verloren. Und jetzt habe ich nur noch Männer übrig. Wir können hier nicht weg. Wenn wir verlieren, fallen die Tore des Wahnsinns. Wenn die Tore fallen, überrennt der Feind die Inseln. Wir werden sie dann nicht mehr aufhalten können. Jetzt, da ihr hier seid, können wir ihren Angriff vielleicht verlangsamen. Keine Zeit zum Reden. Die nächste Angriffswelle rollt bald auf uns zu. Obwohl ich seit Jahrzehnten mit diesen Aurealen diene, ist es euer Recht als Herzog von Mania, die Truppen zu kommandieren. Befehligt sie, wenn ihr wollt, oder überlasst es mir. Auf jeden Fall beeilt euch, die Zeit ist knapp. Ich danke euch für euer Vertrauen, in eurem Namen und für die Shivering Isles. Ich werde euch nicht enttäuschen. Seht euch das Schlachtfeld an und unterstützt die Truppen so gut wie möglich. Sagt mir Bescheid, wenn ihr meint, dass die Truppen kampfbereit sind. Formiert euch! Wir werden diese Stadt nicht aufgeben! Seid ihr bereit zum Kampf, euer Gnaden? Ich denke, wir müssen nicht lange warten, euer Gnaden. Diese Stadt steht schon am Rand der Shivering Isles, seit diese aus dem Nebel der Zeit geboren wurden.
Für unsere Zwecke ist sie ein Außenposten zur Verteidigung. Zumindest gegen übliche Feinde, die wissen, was Angst, Einschüchterung und Verzweiflung bedeutet. Die Ritter sind unerbittlich. Nur wir stehen noch zwischen ihnen und der totalen Vernichtung des Randlands. Ihr habt den Turm in Passwell gesehen. Es scheint ein sehr altes Bauwerk zu sein, aber sein wahrer Zweck ist weitaus unheimlicher. Er stellt wohl eine Kraftquelle für die Angreifer dar. Ein Portal oder eine Art Tor. Ich weiß es nicht. Wenn wir ihn nicht zerstören... Geht jetzt. Die Schlacht hat begonnen. Dies ist keine Zeit zum Reden. Sie kommen! Schließt die Reihen, haltet auf!
Der Sieg ist unser. Im Moment. Wir müssen unseren nächsten Schritt besprechen. Der Turm ist offensichtlich ihre Kraftquelle. Die Schlacht wird erst zu Ende sein, wenn wir ihn ausschalten. Ich bin nicht sicher, aber verliert den Mut nicht. Ich habe eine Idee. Die Ruinen von Xedephen verlaufen unter Passwall. Der Eingang zum Süden der Stadt ist seit Jahrhunderten versiegelt. Einer meiner Späher hat berichtet, dass die Ruinen kürzlich geöffnet wurden und einige dieser Ritter jetzt den Eingang bewachen. Sie kam nicht zurück. Ich kann nur vermuten, dass sie gefangen und getötet wurde. Wenn wir versuchen, Xedephen anzugreifen, wird Passwall überrannt und wir verlieren Randland. Außerdem sind unsere Truppen ausgezehrt. Wir wissen nicht, was für ein Widerstand uns drinnen erwartet. Eure Weitsicht ist beeindruckend. Während wir ihre Aufmerksamkeit hier auf uns ziehen, könnt ihr nach Xedephen schleichen. Wenn ihr drin seid, könnt ihr nach der Kraftquelle des Turms suchen. Sie muss irgendwo im Untergrund sein. Zerstört die Quelle, sobald ihr sie gefunden habt. Viel Glück, euer Gnaden. Möge die Wahrheit euren Weg durch die Dunkelheit erhellen. Geht jetzt.